Vorhin auf dem Friedhof, da habe ich sie gehört, die innere Stimme. Da hat sie gesprochen. Da hat sie zu mir gesagt, Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor J, dem Vater, der alles geweckt hat. Vor dem stehst du denn? Und er fragte ins Gesicht, Schuster Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss ich sagen, Fußmatte. Fußmatte, muss ich sagen, die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und Gott, der Vater sagt zu mir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Deswegen habe ich dir das Leben nicht geschenkt. Jetzt bist du mal schuldig, sagt er. Wo ist es? Was hast du mit gemacht? Und denn, Friedrich, denn ihr seid wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis. Du brauchst dann die Weltordnung, Wilhelm. Das ist Versündigung. Nee, nee. So knickrig will ich mal nicht vor meinen Schöpfer stehen. Ich werde noch was machen mit meinem Leben. Ist gut für dich. Bist ein braver Kerl. Danke dafür alles. Ich gehe. Sie auch, Marie. Ich werde noch was machen für meinen. Wille! Wille! Der Mensch ist ja gefährlich. Komm doch mal ran, Ola! Mensch, ihr kriegt doch von der Plötze. Willst du den Vermerker verdienen? Wir brauchen ihn zum Schmiere stehen. Nee, nee, ich muss zum Dienst. Kinder, das ist der letzte Veteran von Anno 70. Der schiebt Ehrenwahl vom Zeug aus. Wo hast du deine Jade-Uniform? No, Papitschka, möchtens was? Schöne Mütze, echter Biber, kein sibirischer Dorfhund. Hält die Ohrmaschel warm, dann wird er jetzt schon leicht fröstelig. Übrigens Gelegenheitskauf. Ein polnischer Edelmann bei Flucht vor Polizei verloren. Sind Sie aus Böhmen? Ja, Leitmaritz. Können Sie Leitmaritzba? Hinterm Böhmer Wald habe ich gearbeitet. Haben Sie? Na, da gebe ich Ihnen 10. Nur sagen wir 5%, wenn Sie Leitmaritz kennen. Na, kommen Sie ins Geschäft, Mann. Kommen Sie. Ist die echt? Die? Oh, die ist noch echter als echt. Habe ich vom feinsten königlich-preußischen Hoflieferanten direkt aus Potsdam. Da kenne ich nämlich Zuschneider-Pukriches. Schauen Sie an, Pan, lauter Futter Ihnen. Reinste Seide. Ich nehme sie. Wir befehlen, Pan Offizier. Was sollen sie kosten? Nur weil Sie kennen Leitmaritz von schönen Böhmerwald. Da fehlt ja ein Stern. Als Haupen habe ich 2 Sterne. Einen Stern können Sie extra haben. Also wie viel? Nur sagen wir 2 ganz kleine Goldstücke. 20 Mark. 15. Muss ja noch eine Fellbinde zu kriegen und eine Mütze und ein paar Anschnallspuren. Mein Hauptmann, wollen Sie mich stürzen in tiefste Not und Ärmlichkeit? Sag mal, 18. Meinetwegen. Da kriege ich aber noch einen Säbel zum Unterschnallen. Da frage ich Sie, wozu braucht der alte Mann Säbel? Da können Sie sich doch nur schneiden oder drüber fallen und Haxen brechen. Reden Sie nicht so viel. Ich muss zum Dienst. Packen Sie ein. Jawohl. Nachhanke, kein Betrieb heute, was? So viel weiß keiner, es gibt Regen. Gelobt immer, das ist ein Steckenpferd von mir. Ist aber kein Steckenpferd. Die Verwaltung natürlich überlegt sich sowas immer erst hinterher, wenn mal ein Unglück passiert ist. Aber ich sage Ihnen, entschuldigen Sie einen Moment, Herr Kollege, wenn ich morgens früh aufstehe, kann ich nicht immer gleich. Aber dann muss ich ganz plötzlich. Verzeihung. Wir sehen. Na, da müssen Sie aber drüber nachdenken. Das elektrische System in allen Ehren, aber schließlich kann ja auch mal ein Kurzschluss vorkommen. Im Grunde sind wir doch immer auf menschliche Leistungen angewiesen, nicht wahr? Donald Keil immer noch besetzt. Und deswegen bin ich der Ansicht, es müssen 5 neue Blockstellen her. Ja? Ich habe den Plan ganz genau ausgearbeitet. Nehmen wir noch mal die Strecke Berlin-Köpenick, Berlin-Spandau, Berlin-Stahnsdorf. Was kann das schon kosten? Zum Donnerwetter, was scheißt denn hier so lange? Haben Sie den? Jawohl, Herr Hauptmann. Da werden Sie doch gelernt haben, sich zu beherrschen. Dienstmann. Nehmen Sie das Paket da raus, bringen Sie das Hauptgepäck auf Bewahrung. Ich gehe in Wartesalz weiter. So, jetzt können Sie austreten. Nächstes Mal nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Freuen.
Na also,